Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines After Dark. Nachdem die erste Folge etwas naja war, habe ich die Stadt nochmal neu aufgebaut mit einem Unterschied, nämlich der Wasserturm. Der steht hier. Ich weiß jetzt nämlich, warum die Bevölkerung krank geworden ist. Weil. Also manchmal bin ich schon etwas blem blem. Hier sieht man schon, wie der Boden sich verfärbt und Luftverschmutzung und was weiß ich. Und ich stelle den Wasserturm einfach da rein. Wenn wir jetzt mal schauen, alle sind glücklich und zufrieden. Ach ja, blöd muss man sein. So, hier die Feuerwehr. Hier die Polizeidings. Und jetzt sind wir. Also ich habe die Stadt relativ gleich nochmal neu gebaut. Der einzige Unterschied sind jetzt ein paar Minimalitäten und halt der Wasserturm hier. Ach je, manchmal. Ich weiß ja nicht. Aber manchmal. Ich was ist das? Und nein, es lag nicht an der Mod, sondern einfach bloß an diesem. Ich geißel mich selbst gerade ein bisschen. Darum nicht wundern. Und ich hoffe, die Maus ist nicht so laut. Moment. Ach doch, die Maus, die hört man schon gut in der Aufnahme. Ich hoffe, die stört nicht allzu sehr. Weil das Setup ist hier halt immer ein bisschen anders. So, hier erstmal einen neuen Kredit aufnehmen und noch mehr Bevölkerung ranschaffen. So, das ist auch der letzte Kreisel. Der Rest wird gerade. Hier stimmt doch was nicht. Oder? Das will ich nochmal sehen. Zack. Nee, da stimmt was nicht. Das ist falsch. Das ist falsch. Ja, Stadtviertel festlegen, das machen wir später. Zuerst mal möchte ich hier das Ganze richtig machen. So, jetzt ist es nämlich richtig. Außer hier der Strommast, der mitten durchs Gelände führt, aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ich werde hier dann mal weiter die Stadt ausmalen. Meine Güte, ich könnte mich selbst geißeln. Wie kann man bloß so blöd sein? Aber okay. Aus Fehlern muss man lernen, das ist nun mal so. Das hier ist falsch. Warum ist hier so ein kleiner Punkt? So. Die Stromleitungen, die könnten wir theoretisch wegmachen. Dann haben wir hier auch wieder Platz für mehr Häuser. Das war zu viel. So. Ja, schaut doch schön aus, ein schönes Zentrum. Es ist halt arg rund, aber da können wir jetzt auch nichts für. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier noch eine gerade Strecke reinbauen, damit wir das Ganze in einem Quadrat abschließen können. Ich weiß gar nicht, ob das da oben hier richtig ist. So müsste das eigentlich passen. Ja, so passt's. Okay. Zack. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Oder? Nee, jetzt ist der Wasserturm im Weg. Dann verschieben wir den Wasserturm eben noch ein Stück nach außen. Sollten den am besten auch noch mit irgendeiner Stromleitung anschließen, weil sonst haben wir wieder ein kleines Problemchen. Die Kapazität ist noch okay. Das ist sehr schön. Okay, das müsste bis hier hingehen. Dann passt das hier nicht. Okay, schade. Zack. Und hier müssten wir das Ganze dann wieder zusammenschließen, aber das machen wir später. Zuerst möchte ich hier irgendwie. Jetzt bräuchte ich hier dieses andere Tool, damit ich rausfinde, ob das gerade ist. Theoretisch müsste das aber gerade sein, sobald die Dinger hier erscheinen. Also jetzt.
Und hier kann ich es halt noch nicht, weil die Straße hier nicht passt. Soll ich das so machen? Ja, komm, machen wir so. So schaut es auch ein bisschen abwechslungsreicher aus. Wir sind schon eine winzige Kleinstadt. Können jetzt auch die Oberschule bauen, die sehr, sehr groß ist. Oder zumindest habe ich das kleiner in Erinnerung. Können auch Dekorationen bauen und bla und blö. Und da schauen wir uns dann auch gleich an. Oder gleich etwas genauer an, muss ich besser sagen. So. Wie machen wir das dann hier? Das mit dem Gewerbegebiet hier in der Mitte ist zwar ganz gut, aber das wird lange nicht ausreichen. Darum möchte ich noch irgendwo... Der Verkehr, der wird sowas von hier sterben. Aber wie schaut das aus? Ja, doch, schaut gar nicht mal so schlecht aus. Also zack, machen hier dasselbe in blau. Hier noch ein bisschen Bevölkerung, damit wir schon mal die Zuweisung haben. Und ansonsten können wir neue Gewerbegebiete hinzufügen. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ich habe so einen kleinen Plan für den Aufbau der Stadt. Aber falls ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Wie gesagt, mich freut jeder einzelne Kommentar. Und ich könnte jetzt auch sagen, liebe Grüße an dich. Du wirst schon wissen, dass ich dich meine, lieber Kommentarschreiber. Bin hier gerade mit Ausmalen beschäftigt. Das ist gar nicht mal so leicht, wie es ausschaut. So. Nämlich liebe Grüße an dich, Jopa. Ich kann deinen ganzen Namen immer noch nicht aussprechen. Ich weiß nicht, wie du dich anmelden kannst mit diesem Namen, aber das ist jetzt nebensächlich. Ja, ich muss sagen, das schaut gut aus. Wenn man da oben dann vielleicht noch... Das ist eine gute Idee. Hier in der Mitte mache ich Freizeit. Hier in der Mitte mache ich Freizeit. Oh, 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 oh. Aber zuerst mal möchte ich mir hier die neuen Gebäude anschauen. Beziehungsweise schauen wir uns die anders an. Es gibt nämlich ein paar neue einzigartige Gebäude. Und gehen wir sie ganz, ganz kurz durch. Nämlich der Palais op de Dam. Das, ich weiß nicht, ob das so einfach zum Erreichen ist, aber bei einer großen Stadt schon. Danach die Kathedrale. Das freut mich sehr, dass es wieder kirchliche Gebäude gibt. Und mir fällt gerade auf, wir brauchen hier Wasser. So, jetzt noch auf der anderen Seite. Kann ich das da nicht hinzufügen? Das gibt's da nicht. Zack, 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 zack. So. Mich freut's, dass es kirchliche Gebäude gibt, weil egal, ob man jetzt religiös ist oder nicht, eine Stadt ohne eine Kirche, sowas gibt's halt eben selten. Bestimmt gibt es sowas irgendwo, aber hier nicht. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich machen wollte. Darum versuche ich gerade die Zeit zu überbrücken mit irgendwas. Die Musik ist gerade wieder extremst laut. Das mit dem Audiopegel, das haben die immer noch nicht geschafft, wie es mir scheint. Dass das auf derselben Geschwindigkeit, auf dem... selben Dings ist. Das wollte ich nicht. Ist auch egal. Die Kathedrale. 4 Wochen lang unterhalten. Keine Ahnung, was unterhalten heißen soll, aber okay. 2000 verlassene Gebäude, das schaffen wir. Es gibt ein Kino. Es gibt Rathaus, Kaufhaus. De Gherkin, das Ding meinte ich mit diesem gurkenförmigen Ding. Obwohl ich das unter einem anderen Namen kannte. Oder ist das in London anderes? Weil ich glaube, es gibt 2 von diesen komischen Gebäuden. Falls ihr es wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Würde mich interessieren.
Regierungsstellen, Hypermarkt, London Eye, Mega-Einkaufszentrum, Theater, Sportarena und die anderen fünf, die kennen wir schon. Ansonsten gibt's noch Tourismus und Freizeit. Anforderungen gesperrt, weil wir haben das noch nicht freigeschaltet. Auf jeden Fall Luxushotel, Casino, Zoo, Golfplatz, bombastischer Springbrunnen. Was haben wir hier noch? Die ganzen normalen. Ich glaube, hier gibt's noch ein paar neue. Nein, hier gibt's keine neuen. Okay. Aber ich weiß, es gibt noch hier hinten neue, aber da kommen wir dann später erst hinzu. So, zuerst mal Einkaufszentrum der Mäßigung. Das Ding möchte ich hier gerne irgendwo bauen, aber dafür haben wir keinen Platz. Aber so rein überhaupt keinen Platz. Okay, dann bauen wir Parks. Zum Beispiel hier den freundlichen Stadtpark. Den möchte ich eigentlich gerne hier haben. Könnten wir hier eigentlich reinbauen? Dann noch eins weiter. Aber dann haben wir kein Gewerbegebiet mehr. Nee. Bauen wir das hier rein. Den freundlichen Stadtpark, den haben wir jetzt gebaut. Die sollten jetzt alle etwas zufriedener sein. Wie wäre es noch mit der Shopping-Statue vielleicht? Die ist recht klein. Darum bauen wir die hier hin. Und wie schaut es aus mit der Zufriedenheit? Ich könnte ein bisschen vorspulen, fällt mir gerade auf. Ja, sie fangen schon an, ihre Gebäude auszubauen. Das ist sehr, sehr toll. Und ich werde vielleicht noch ein paar normale Parks hinbauen. Einen Zen-Garten, weil mir der so gefällt. Da ist sogar noch ein freier Platz frei. Und hier gibt es auch zwei neue Gebäude, glaube ich. Oder bloß eines. Bloß eines, okay. Aber hier gibt es dann noch einen neuen Reiter, Tourismus und Freizeit. Da kommen wir aber eher später hin. Zuerst mal hier den Tennisplatz. Den möchte ich auch mal bauen. Bloß der ist halt ein bisschen arg groß, darum bauen wir hier... Der ist auch nicht sonderlich kleiner. Hier, das bauen wir hin. Die sind alle so groß. Okay, bauen wir den Tennisplatz. So, hier einen Tennisplatz. Die in der Mitte sind jetzt alle sehr zufrieden. Hier bauen wir dann noch ein Paradox Plaza hin. Hier ist frei, bauen wir es hin. So, jetzt müssten alle glücklich sein, außer ich, weil das Ding passt hier nicht rein. Es muss hier hin. So, die Zufriedenheit ist ganz gut, einzig der Strom geht gerade aus und wir haben kein Geld für Neues. Darum jetzt zahlen, nehmen und jetzt können wir ein neues Stromgebäude kaufen. Das Einzige, uns geht ganz minimal der Platz aus. Ganz minimal. Hier. Darum werde ich mal neues Grundstück kaufen. Ich glaube, das hier ist das nächste. Weil dann können wir hier nach oben expandieren mit unserem Industriesektor. Den werden wir dann auch später ersetzen durch andere Gegebenheiten. Wann ist die Autobahn freigeschalten? Gleich. Okay. Dann können wir das auch gleich machen. Wollt noch irgendwas sagen? Transport auch ab 2200. Dann sollten eigentlich auch die neuen Straßen freigeschaltet werden, oder? Ne, bloß Small Busway. Mit Decorative Grass. Ich möchte aber die neuen. Einbahnstraße gibt es überhaupt da? Ne, die gibt es erst da. Alle erst ab 4200. Nee, vierspurige Straße mit Busfahrspuren. Schon ab 2200, das ist schön. Es gibt nämlich neue Busfahrspuren, die möchte ich hier auch ein bisschen einbauen. Momentan, mir fällt gerade auf, die Straße hier sollte ich eigentlich ausbauen. Straße hier sollte ich eigentlich ausbauen. Kann ich das denn? Schaut gut aus. Muss ich halt ein paar Gebäude abreißen, aber was soll's? Bisschen leiden muss die Bevölkerung auch. Aber sie leiden ja bloß momentan, weil das Ganze ist ja bloß zu ihrem Guten, zu ihrem Besten. Und wie wir hier sehen, Taxi. Es gibt der Taxiservice, ermöglicht Touristen und Bürgern, sie mit Taxis in der Stadt fortzubewegen. Dann gibt es ja auch noch ein paar neue Straßen. Alle, die englisch sind, sind mit der Traffic++-Mod.
Da werden wir uns aber später noch mit befassen. So. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ja, wir bräuchten die Hochschule, nicht die Hochschule, die Oberschule endlich mal. Und wie wir sehen, sehen wir ein sehr, sehr großes Gebäude. Wie gesagt, das gefällt mir nicht, dass das so groß ist. Passt das da irgendwie rein in unser System? Nein. Das passt hier nicht rein. Das passt hier nicht rein. Und wenn ich das da unten hin baue, dann würde das reinpassen. Darum bauen wir das einfach mal da unten hin. Ich könnte jetzt auch nicht den dritten. Den erst ab 17.000. Okay, das dauert noch eine ganze Weile. Das haben wir, das haben wir, das haben wir auch. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen auf die Schnelle, ist wesentlich mehr Wasser. Wir brauchen mehr Wasser. Wir können da kein Wasser abpumpen, weil wir kein fließendes Wasser haben. Aber ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Ja, und da sieht man es. Ich habe es genau dahin platziert, aber das ist halt ein bisschen... So einen Friedhof bräuchten wir noch. Der passt da natürlich auch nicht hin. Warum sollte der auch dahin passen? Darum bauen wir hier einen Friedhof hin. Und ich glaube, einer reicht für den Moment sogar. Müssen wir schauen, ob das später auch noch passt. Ansonsten würde ich jetzt erstmal, aua, Entschuldigung, würde ich vorspulen und Busse und Taxis bauen. Das ist so das Projekt für die nächste Folge, da wir auch schon wieder bei 17 Minuten sind. Und ich möchte das hier jetzt eigentlich umbauen. Ich weiß nicht, ob das so eine sonderlich tolle Idee ist, aber das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Okay, bis hierhin könnten wir. Und bis hierhin könnten wir. Dann werde ich mal das hier ganz fix abreißen. Das hier zusammensetzen. Hier eine Straße. Ist die richtige ausgewählt? Hier eine Straße hin. Und das Ding kann ich nicht versetzen. Okay, das hat jetzt einen Anschluss, das ist schön. Das Einzige, wir haben keinen Strom, wir haben kein Wasser, wir haben kein gar nichts. Hier bitte eine Verbindung, danke, schnell, gut. Passt das? Bitte, 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 danke. Okay, Strom ist gut, Wasser ist auch noch gerade gut. Ich möchte Strom abreißen, nämlich das Ding hier, oder? Ja, doch, das Ding hier abreißen. Dann haben wir bloß noch da drüben. Was ist das für ein Zeichen? Keine Straßenanbindung. Warum hast du keine Straßenanbindung? Wenn ich dich hier hinsetze, hast du dann eine Straßenanbindung? Jetzt ja. Nicht genügend Geld. Ja, Entschuldigung, ich musste hier die Schule versetzen, weil irgendjemand dachte, ich habe keine Straßenanbindung. Ich habe jetzt den Felsen hier kaputt gemacht, das gefällt mir nicht so sonderlich. Aber das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Das größere Problem, das wird uns gleich noch folgen. So, hier einmal. Und hier erscheint die Linie nicht. Hier erscheinen die Linien nicht. Aber ich glaube, so ungefähr sollte es passen. Das ist jetzt blöd, aber okay. Zack. Und zack. Und zack. Dann sollten wir das eigentlich auch jetzt. Stopp. Ich habe schon wieder die Stromleitung gekappt aus Versehen. Und ich glaube, das werde ich gleich nochmal machen, so wie ich mich kenne. Oder? Nee, passt hin. Haut hin. Wir haben keinen Strom. Warum haben wir keinen Strom? Wir haben doch Strom, was willst du?
So, der Friedhof hat jetzt auch keine Straßenanbindung. Das ist interessant. Das ist sogar sehr interessant. Okay, dann bauen wir dich hier hin. Dann versetzen wir die eben ein bisschen, ist auch gut. Da drüben fehlt noch eine Straßenanbindung und ansonsten nicht genügend Geld. So, jetzt haben wir genügend Geld. Werde ich hier noch ein bisschen fertig ausmalen. Warum fehlt denn hier plötzlich so viel? Warum fehlt da so viel? Ich weiß es nicht. So, hier kommt noch mehr Gewerbegebiet hin. Das in der Mitte, habe ich ja gesagt, werden wir umbauen zum Freizeit- und Tourismusgebiet. Und ansonsten, glaube ich, war es das dann auch mit der heutigen Folge von City Skylines. Da fehlt auch noch was. Oh, alles schön ausmalen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Haben wir Wasser? Ja, wir haben Wasser. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wie immer gilt Grüßli, euer Mr. Kruzi. Schaut unsere Stadt nicht toll aus bei Nacht? Wie schaut denn der Verkehr gerade aus? Ja, das Stück da oben, das ist klar. Das hier ist auch noch klar. Das wird sich später alles beruhigen. Alles passt, alles ist super toll. Dann bis dahin. Tschö, tschö.